Ja, Leute, willkommen zurück bei Infra. Und wir haben ja gesagt, wir versuchen jetzt mal über diesen Elektrosee zu kommen. Okay. Was ma... Wow. Alter. Darf ich hier drauf? Ja, ne? Ich glaube, ich speichere jetzt hier mal nach jedem Sprung. Das scheint irgendwie ein bisschen schwer zu sein. Wow! Nein! Ich war doch drüber! Ich war doch drüber! Ja. Schrecklich, diese Jump'n'Runs. So. Ich glaube, jetzt sind wir aber... Oh, das ist ein bisschen weit. Ich glaube, das... ist zu weit. Naja, aber ich speichern mal. Ne, geht. Okay. Step and Jump. Ich habe, da steht gerade, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. So, das ist broken. Das, und das hier ist nicht broken. So, wir gucken trotzdem mal kurz. Hier oben waren wir, ne, hier waren wir auch noch nicht, ne? Nee. Okay. Gehen wir mal da rein. Ist zu... Hier geht's weiter. Wir gucken dann noch mal kurz unten. Oh. Ich glaube, da gibt es auch Falling Damage. Ah, jetzt kommt man natürlich auch hier raus. Das ist ganz wundervoll. Was haben wir hier? Attack? Na, okay. Sonst ist hier nix, aber dann gehen wir wieder hoch. Und gehen dann da mal weiter. Den Strom kann man anscheinend nicht abschalten. Hier ist zu. Was genau hat das gebracht? In case of a threat, any door can be overridden in the control room. Ist das jetzt... Sind die jetzt offen oder... Cannot be an. Also ich glaube, es muss alles an sein. So. Alles an. Theoretisch. Oder doch umgekehrt. Scheiße. Ah ja, okay. Also müssen alle aus sein. So. Jetzt dürften wir eigentlich durch mehrere Türen kommen. So. Batterien, ne? Wisst ihr Bescheid?
Die ist zu. Was ist mal hier für einen komischen Raum? Kann man noch mal Fotos machen? Hä? This guy was really obsessed with Jeff Wall. Ups. So. Dann gehen wir mal hier runter und schauen mal, was da los ist. Ist jetzt. Oh, wir sind wieder draußen. Wir sind. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auf der anderen Seite, ne? Ja. Ja, gut, dann. Hinten sind Vögel. Hier ist nix. Ah, wir müssen ja mal gucken, ob irgendwas kaputt ist, ne? Sieht aber alles ganz gut aus hier. Es scheint auch soweit okay. Was steht hier? Remember synchronization. There are two synchroscopes in the control room. Use them before. Synchroscope. Aha. Ja, der Main Power ist ja auch aus, ne? Hm. Main Power ist aus. Das ist doof. Ah, guck mal hier. Kann man das hier anschalten? Nee. Kann man nicht. Hm. Wieso ist der Main Power aus? Fällt mir nicht. In der Control Room. Ist das hier nicht der Control Room? Egal, wir gehen einfach mal weiter. Hüpf. Wir haben einen Kran. Den kann man aber nicht bedienen. Das hier sieht aus wie so ein, ja, wie ein Sägewerk. Ist auch eins. Okay, das geht auf. Gucken aber erstmal hier in dem Raum, was, ob hier noch irgendwas ist. Oh. Da fahren wir gleich hoch. Ah, wird wahrscheinlich nicht gehen, ne? Weil der Power aus. Aber wir gucken mal kurz da unten. Bevor wir jetzt da hochfahren oder nicht hochfahren können. Guck mal, was hier abgeht. Was? Hier liegen keine Batterien rum? Gibt's ja nicht. So. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Dann fahren wir doch mal hoch. Junge, ist das Ding langsam. Da gehst du ja kaputt. La 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 la. Ach nö.
Au, au, au! Ich sag mal. Das ist jetzt ein Scherz. Och nö. Ja, toll. Und jetzt gehe ich halt zu Fuß hoch. So. Hm. Okay, ich glaube, jetzt habe ich mich selber ausgesperrt. Na, Glück gehabt. Ja, kacke, ne? Da kommen wir nicht hoch. Zumindest nicht so. Ne, da passiert nichts. Hier haben wir gesehen, können wir auch nichts machen. Lass mal einmal rumgehen. Hm. Da unten. Och. Oh. Was haben wir denn hier? Nix. Gar nix. Doch eine Tür. Super, das hat's gebracht. Okay. Was ist denn da oben? Ich denke mal, da kommt man bestimmt hoch, oder? Ja, ich glaube doch nicht. Voila. We got a key. Die Frage ist nur, wofür ist dieser Key? Dafür? Keine Ahnung. Was soll denn das? Komische Tür. Super. Hier ist alles aus. Oh, es geht runter. In den Schlamm. Ich hab's mir fast gedacht. Scheiße. Okay, wir müssen schneller sein. So, ist jetzt an. Das heißt, die Tür ist hier auch offen. Ja, ich habe doch einen Schlüssel. Ich glaube, der ist nicht dafür. Aber ich glaube, wir können hier über den Zaun. Ha! So.
sind wir aber wieder hier. Gucken wir mal gerade. Ja, ja, stell dich nicht so an. Nein! Wo war denn der Schlüssel gerade? Das gibt mir jetzt gerade den Keks. Der muss doch für irgendwas gewesen sein. Hm, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal weiter. Komm rüber. Die Frage ist, gehen wir jetzt da lang oder da lang? Wir gehen hoch. Na 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 na. So, jetzt sind wir auf so einer Art Aussichtsplattform, ne? Genau. So, die ist auch kaputt, da mache ich mal ein Foto von. Three packs left. Three? Will er mich verarschen? Ich habe doch mehr als drei Batteriepacks aufge... Ja. Wie auch immer. So, da, von da sind wir gekommen. Eigentlich wollten wir da hinten hoch, ne? Ja, wir gehen jetzt einfach mal... Was ist denn hier passiert? Hm. Wir gehen jetzt mal da hinten lang. Pilze. Oh oh. Die sieht nicht so stabil aus, die Brücke. Na gut, mich hält sie noch aus. Oh oh. Ob wir da reinkommen? Nee, kommen wir nicht. The keys to the cave can be requested from the Forest Guard's Cottage. Also die Forstwächterhütte. Tja, wo ist die? Hm. Entschuldigung. Die müssen wir jetzt mal suchen. Forstwächterhütte. Hm. Gibt es hier aber eine Karte oder was? So, wir müssen mal... Da hinten. Das ist die bestimmt. Wir gehen mal da unten lang. Könnt ihr mir vorstellen, dass das diese Hütte ist? Alles, was kaputt ist, ihr wisst ja, alles markieren. So. Bestimmt ist das die Hütte. Mist. Oh, eine Treppe. Eine Leiter. Was soll das denn bringen? Ah! Ha! Oh, das habe ich aber. Das war aber jetzt Zufall. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Da hätte ich ewig gesucht. So. No one has lived here for a while. That's for sure. Eine Kettensäge. Hm, da sind Schlüssel. Cave und Sommel Sägewerk.
Ah ja gut, das ist wahrscheinlich die eine Tür, aber da kommen wir sowieso über den Zaun. Also, er mag seine Frau nicht und will jeden Cent für Bier ausgeben. So, wir gehen jetzt. Das ist ein Outhouse. Ist zu, wir gehen wieder zurück zur Höhle. Wobei, hier gibt es ja auch noch ganz viel. Also, das ist schon ziemlich Open World hier, ne? Macht aber nichts. Ich finde diese Geräuschkulisse ganz cool. Das Gezwitscher hier und die komischen Insekten. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also atmosphärisch mag ich das Spiel. Die Grafik ist natürlich schon sehr, sehr hässlich. Wenn man hier mal so schaut, die Textur, ne? Oder der Stein hier. Das ist maximal PS3-Niveau. Maximal. So, hier müssten wir jetzt ja wohl reinkommen. Oh yeah. So, jetzt speichern wir, weil jetzt wird es bestimmt gefährlich. So, jetzt machen wir einen kleinen Cut. Ha, macht er sowieso schon. So. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, Leute. Ha! Und da bin ich gespannt, was in der Hütte passiert. In der Hütte? In der Höhle. Also danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.